Ja, lieber Niki, herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank für die Einladung. Sie geben mir kurz Zeit, mich technisch einzufinden. Ja, wunderbar. Eine bessere Einführung als das Statement von Herrn Kastner kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es geht nämlich um Geist als Vermögen. Das wird vielleicht in den nächsten Jahren für uns etwas sein, was Ihnen jetzt noch wie ein kleines wirkungsloses Bonmot erscheint. Aber ich denke, dass das in der Realität in der Zukunft anders werden wird. Sie sehen in dieser Präsentation, ich rede im Grunde über mehrere Vermögen. Einmal über das Vermögen der Zukunft, die ohne jeden Zweifel nicht nur in der Hand der Politiker liegt. Das meine ich nicht abwertend, aber sie haben eine besondere Aufgabe in der Umsetzung unserer Vermögensperspektiven, sondern auch in unserer eigenen Hand. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber was ist mit dem Begriff und mit dem unglaublichen Vermögen der Verantwortung? Ich habe festgestellt, dass es im Laufe des Tages hier auch schon eine Rolle gespielt hat, aber wir sollten uns diesem Phänomen vielleicht etwas mehr widmen. Ich glaube nämlich, dass neben dem Geist als Vermögen die Verantwortung und auch die Entwicklung der Verantwortung in den letzten 4, 5 Jahren uns einige signifikante Kennzeichen geben kann, wie wir alle zusammen mehr Einfluss und mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die vor uns liegende Zukunft umsetzen können. Ich möchte Ihnen heute in der kurzen Zeit, bevor die legendäre Übertragung beginnt, vielleicht drei Dinge erhellen. Ich möchte fragen, und deshalb ist auch das Foto vom Freud hier, den Sie sehen, der guckt ja noch sehr ernst, aber Sie wissen, das war sozusagen eine Natureigenschaft von ihm. Er hat uns ja gesagt, dass wir nicht mehr Herr im eigenen Haus sind. Im Moment muss man den Eindruck haben, dass die, die uns als Herren und Herrinnen im eigenen Haus verkauft werden, doch große Probleme haben, diese Rolle auch wahrzunehmen. Vielleicht gilt das auch für uns in unserem eigenen Umfeld, weil eine gewisse Orientierungslosigkeit übrigens auch bei Erfolg scheint vorzuliegen. Das Maß an Wissen, über das wir heutzutage verfügen, war noch nie so groß wie jetzt. Die Frage ist aber, ob die Transformation dieses Wissens in unser Entscheidungsvermögen tatsächlich auch in einer angemessenen Weise umgesetzt wird. Also, wenn man sich die Zeitungen anguckt und wenn man parallel jetzt nur mal in unserem deutschsprachigen Raum die Zeitungen liest, dann ist man nach der Lektüre von FAZ, Neue Zürcher Presse und so weiter am Ende doch etwas verwirrter als vorher, obwohl dort sehr gute Berichte stehen. Das muss einen Grund haben. Also, ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam herausfinden, wer kann denn in Zukunft Herr in unseren Häusern sein und auch im eigenen? Meine Ankündigung ist, ich glaube, das müssen die Vermögenden sein. Und wer diese Vermögenden sein können, wie die, die es nicht sind, zu Vermögenden werden, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Wenn ich mich hier so pirouettenhaft bewege, habe ich mich noch nicht ganz orientiert, wie Sie sehen. So viel Technik. Oh, wunderbar. Also diese 4 Vermögensbereiche werde ich kurz ansprechen. Und Sie sehen, es geht hier wirklich nicht nur um Geld. Das ist ganz wichtig. Da gehe ich aber im Einzelnen nachher nochmal drauf ein. So. Also, ich beginne mit diesem Vexierbild, das Sie wahrscheinlich alle kennen, aus der Schule oder aus anderen Gelegenheiten. Wer kennt's? Okay, einige nicht. Dann bitte ich Sie, sich doch kurz mal zu konzentrieren. Das sind zwei Frauen, Damen, wenn Sie so wollen. Und zwar die eine hat hier an ihrem Hut diese grüne Feder. Das ist ihre Seitenansicht. Da ist das Ohr und da muss man sich die Nase vorstellen. Da ist der Pony. Unschwer als eine junge, attraktive Frau zu entziffern. Diese Dame, deren Mund hier ist und deren Nase hier ist und die ein weißes Kopftuch trägt und deren Kinn vom Gram sich schon allmählich gesenkt hat, ist eine ältere Dame. So, worauf will ich eigentlich hinaus? Jeder Mensch sieht, was er will. Ich denke, das ist eine unglaubliche Problematik. Eben habe ich noch peripher mitbekommen, ECO, ja, bestimmte Investitionen, Mikrokredite. Egal auf welche Bühne man geht, egal ob man in New York ist, in Wien oder in London, es finden sich profunde Einschätzungen von Umweltkrisen, von Armutsbekämpfungen. Und für jede dieser Meinungen
finden Sie auch einen passenden Nobelpreisträger oder andere Persönlichkeiten, die dem, was gesagt wird, Gewicht gibt. Wie können wir mit der Situation fertig werden? Wir sind ja kaum noch in der Lage, sozusagen wie es früher war oder wie man das sich als Kind von den Eltern erhofft, dass man mal eine Ansage bekommt, auf die man sich auch verlassen kann. Ja? Also es ist alles sozusagen abhängig von unserer Wahrnehmungsqualität. Dementsprechend von der Möglichkeit, das, was uns erzählt wird über Umweltkatastrophen zum Beispiel oder über Armutsbekämpfung oder über Demografieerneuerung, im Rahmen unseres eigenen Wissens. Das heißt, auch von diesem Ansatz her ist Bildung das unverzichtbarste Vermögen, was man sich überhaupt in allen Lebensbereichen vorstellen kann. Ich beobachte aber seit einiger Zeit, und da bin ich ja nun Gott sei Dank nicht alleine, eine Auflösung der Verantwortung. Und das scheint mir durchaus problematisch zu sein. Was ist denn Verantwortung? Jahrhunderte war es recht einfach, da meinte man und ging davon aus, dass man für etwas Rede und Antwort steht und dass das auch eine Gültigkeit hat. Jetzt hat sich aber in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren ein Auseinanderdriften ergeben. Und wir sprechen in der Wissenschaft auf der einen Seite von prospektiver Verantwortung und auf der anderen Seite von retrospektiver Verantwortung. Also, das einfaches Beispiel, was uns das klar macht, die erste Verantwortung ist zum Beispiel, der Bademeister ist verantwortlich für das Leben des Schwimmers. Ja, das ist die Prospektive. Also er muss so agieren und auch die Voraussetzungen schaffen im Schwimmbad, dass da keiner zu Schaden kommt. Die retrospektive Verantwortung ist, dass der Bademeister für den Tod eines Schwimmers verantwortlich ist. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Das ist eine kausale Folge. So, jetzt schauen wir uns mal in unserer Gegenwart die beiden Verantwortungstypen an. Dann stellen wir fest, Prospektive ist logischerweise eine, die mit Normen, mit Ethik und mit Wertgefühlen zu tun hat. Die können in Kulturen durchaus anders sein. Das ist nochmal eine andere Problematik, wenn ein europäischer Wissenschaftler oder Austrian-Ökonomist jetzt mit einem Vertreter im Irak oder an einer Hochschule in Kabul zusammentrifft. Ja, da treffen nochmal ganz andere Verantwortungskonzepte aufeinander. Ich möchte nur auf eins hinweisen, ganz kurz. Diese prospektive Verantwortung, unter der wir verstehen, Aufgabenverantwortung, Zukunftsverantwortung, Fürsorgeverantwortung, Folgenabschätzung, ganz wichtig in der Technologie. Atom ist wieder in die Diskussion gekommen. Ja, Verantwortung heißt, Folgen wahrzunehmen, ethische Rahmenbedingungen zu entwickeln. Ja, ohne mit einer falschen Konzeption, mit einer falschen Strategie kann ein unendliches Schicksal herbeigeführt werden. Also, klassisch hat man früher eigentlich für diese Verantwortung den Begriff der Pflicht gehabt. Eine ethische und vernünftige Pflichterfüllung. Die retrospektive Verantwortung ist eine Rechenschaftsverantwortung, eine Rechtfertigungsverantwortung. Und früher kannte man das unter dem Begriff der Schuld. Ja, also wer seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, hat in irgendeiner Weise Schuld auf sich geladen. So, jetzt hoffe ich, dass Sie den Eindruck teilen, dass sich die eine Verantwortung und die andere Verantwortung fast voneinander gelöst haben. Auf der einen Seite sind diejenigen, die bestimmte, nehmen wir Brent Spar, damit es etwas zurückliegt. Denken Sie an Shell, was damals passiert ist, als diese Plattform sozusagen versenkt werden sollte. Und da kann man schon sehen, da war ja fast eine direkt demokratische Reaktion der Bürger. Die haben so lange die Shell-Tankstellen gemieden, bis Shell die Strategie ändern musste. Also damals war es so, dass jemand die Verantwortung nicht in ihren Folgen überdacht hat und daraus natürlich eine extreme Situation entstanden ist. Also ich plädiere für das Vermögen der Verantwortung, um in einer auch zu sanktionierenden Deutlichkeit, auch gerade in Bereichen der Politik ist es so, sicherlich nicht vorsätzlich, aber dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die in ihrer Konsequenz absolut negative Folgen hat. Und das war absehbar. Ich werde Ihnen nachher dazu Beispiele geben. Das klassische Beispiel dazu ist der demografische Wandel. Wir wissen seit 50 Jahren für den deutschsprachigen Raum, dass wir immer älter werden. Wir wissen seit 40 Jahren spätestens, dass sich die Konstellation der Generationen verändern wird.
Und wir haben bis heute die gleiche Diskussionsform wie vor 30 Jahren. Also ich denke, das ist, wenn wir über Vermögen reden, eine ganz wichtige Form. Finanzkrise und Verantwortung, Banken, Großbanken und Verantwortung, bestimmte computerbasierte Produkte, Hedgefonds, das ist ein eigenes Konferenzthema. Ich möchte Sie aber nur da sensibilisieren. Ohnehin, vielleicht an dieser Stelle, ich habe dieses Bademeister-Beispiel gebracht, damit ich mich selber, ich bin jetzt nicht in dieser Kluft gekommen, aber so verstehe ich mich jetzt etwas. Ich möchte mit Ihnen heute in der Dreiviertelstunde durch das Aquarium des Vermögens gehen. Die Bilder und die Studienergebnisse, die ich Ihnen zeigen werde, die kann man jetzt in vielfacher Hinsicht interpretieren. Da kann man auch eigene Meinungen logischerweise zu haben und auch andere. Ich bitte Sie einfach mal sozusagen meinem Führungsstil zu folgen, weil ich bin relativ sicher, dass Sie auf die ein oder andere Weise nachher davon für sich als erstes und auch für Ihr Erkenntnisvermögen etwas gewonnen haben. Deshalb bin ich hier und das möchte mich auch anstrengen, dass das klappt. Ja, willkommen im Bauchladen der Beliebigkeit, soll nicht nur lustig sein, sondern ich glaube tatsächlich, dass das für uns eine echte Problematik im Moment ist. Okay, also beginne ich mal kurz mit dem Szenario. Wir reden über Vermögen und daraus haben wir eine eigene Forschung gemacht. Im Jahre 2000, kurz nach dem Jahre, nach dem Beginn dieses Jahrtausends, haben wir eine Analyse gemacht und wollten einfach mal herausfinden und dazu schreiben und arbeiten, wie funktionieren eigentlich die erfolgreichsten Repräsentanten ihrer Gesellschaft. Das kann man jetzt unter verschiedenen Aspekten sehen, entweder als Kulturschaffende oder als materiell Erfolgreiche. Wir haben damit begonnen mit den materiell Erfolgreichen. Und dann stellten wir fest, dass die dafür zuständige Forschung, die es gibt, die Reichtumsforschung, im deutschsprachigen Raum bei Menschen, die über 5, 6, 7, 8 Millionen haben, aufhört. Es gab weder richtiges statistisches Material, noch jetzt diffundierte Erforschungen, wie sich Leute in ihrer Psychologie, in ihrem Verhalten, in ihrem Unternehmensnachfolgeverhalten mit 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen etc. Das kam uns irgendwie absurd vor, ja? Dass sozusagen weltweit diejenigen, die eigentlich die Geschicke doch lenken neben der Politik und verschiedenen Institutionen, wissenschaftlich sozusagen unerforscht sind. Natürlich gibt es über die Rockefellers und die Gates Biografien und feuilletonistische Artikel zahllos, aber keine wissenschaftliche, voraussetzungslose Analyse. Damit haben wir uns beschäftigt. Und damals haben wir dann die Idee entwickelt, Reichtum ist ein Begriff, der eigentlich nur etwas Quantitatives misst. Wenn ich weiß, wie reich jemand ist, dann weiß ich nichts über seinen Charakter, nichts über seine gesellschaftliche Stellung, nichts über sein moralisches Konzept, noch nicht mal etwas über die Branche, in der er Geld generiert hat. Und, das war der entscheidende Punkt, warum ist die Wissenschaft in die Haushalte und in die Möglichkeit, mit den sehr vermögenden oder sehr reichen Interviews zu machen, nicht hineingekommen? Weil auf der einen Seite stand sozusagen eine verschwörungstheoretische, sehr stark negativ orientierte Einschätzung der Reichen, und auf der anderen Seite natürlich im deutschsprachigen Raum eine Gruppe, die sich zurückgezogen hat und eigentlich gar nicht mehr hinterfragt werden wollte. Und dann das gesellschaftliche Problem, womit wir in den 5 deutschsprachigen Ländern zu kämpfen haben, ist ohne jeden Zweifel, dass der Popstar oder der Entertainer oder der Fußballer, dass man dem jede Form der Entlohnung gönnt, mehr oder weniger, unabhängig davon, wie auch teilweise sein, sage ich mal, etwas vorsichtig sittliches Verhalten ist, während der Unternehmer in unseren Ländern, die zu über 80% aus Familienunternehmen stehen, unsere Gesellschaftsstrukturen gar nicht ohne Unternehmertum denkbar wäre, dass die doch immer noch etwas suspekt betrachtet werden. Und das schien uns sozusagen eine Situation, wo man sagt, da muss man eigentlich wissenschaftlich herangehen. Und so ist es uns, was wir nicht wussten, ist es uns irgendwie gelungen, diese Vermögensforschung zu etablieren. Die wird heute an verschiedenen Universitäten gelehrt und wir sind dabei, das auch ins Ausland zu verlagern. In London gibt es schon eine Stelle, in Kapstadt gibt es eine, in Rom. Und unser Ziel ist, nur damit Sie den wissenschaftlichen Rahmen kennen, dass in den Hauptstadtuniversitäten diese eigene Forschung versucht, die Hintergründe
derjenigen, die sozusagen zu den reichsten und vermögendsten Repräsentanten der Gesellschaft gehören, wissenschaftlich zu erforschen, damit wir alle davon lernen können, in welchen Branchen das gemacht wird und so weiter und so fort. Wir haben hier in Wien an der Sigmund-Freud-Universität der erste Lehrstuhl ermöglicht worden. Das liegt auch teilweise daran, dass die großen Universitäten uns gesagt haben, hör mal, für 1000 Milliardäre können wir keine öffentlich-rechtlichen Gelder zur Verfügung stellen. Ja? Und dass tatsächlich eine private Universität das dann erkannt hat und uns die Möglichkeit gegeben hat. Das hat sich in den letzten 5 Jahren Gott sei Dank geändert. Jetzt sind auch die anderen Universitäten etwas wach geworden. Das ist entscheidend. Aus unserer Arbeit hat sich die Notwendigkeit ergeben, die Psychologie und die Psyche derjenigen, die mit großem Erfolg umgehen, aber auch mit großen Geldsummen, dass es sich lohnt, die zu erforschen. Weil unsere allgemeine Vermutung, dass Geld und mehr Geld zu Glück führt, das wissen wir alle, das ist nicht der Fall. Aber welche Problemlagen gibt es eigentlich, wenn man über exorbitanten Reichtum verfügt? Und was für uns alle wichtig ist, die nicht zu dieser kleinen Klientel gehört, welche Folgewirkungen hat das auf unsere Gesellschaft? Und welche Folgewirkungen hat das auch auf die Frage, wie kann man die Schere zwischen Arm und Reich schließen? Also das, was wir hier machen, ist keine Kürwissenschaft, ist nicht, wie eine deutsche Zeitschrift geschrieben hat, der Robin Hood des Reichtums, weil er die Interessen der Reichen vertritt. Im Gegenteil, wir sind auch keine Ornithologen, die sich mit seltsamen Vögeln beschäftigen, sondern wir versuchen, die zu erforschen, die über einen maßgeblichen Anteil des Weltvermögens verfügen. Hier ist auch zu sagen, das wäre uns nicht gelungen, ohne die Unterstützung von einsichtigen Institutionen und Personen, weil zu dem Zeitpunkt, als die großen Universitäten gesagt haben, die Forschung, die können wir jetzt im Moment noch nicht finanzieren, war es notwendig, erste Studien zu machen. Und da ist die Akademie der Fürstenfamilie in Liechtenstein, die in der Schweiz ist, die hat geholfen, Herr Schalén, ich weiß nicht, ob der hier ist, von der Vermögensakademie hat dazu beigetragen und die Stiftung Dialog der Generationen. Und so haben wir in Deutschland, der Schweiz und Österreich die ersten Studien machen können und mittlerweile auch international. So, und jetzt, das sind die Elemente, die wir versuchen in unseren Interviews herauszuarbeiten. Also, was ist der vermögende Mensch im Verhältnis zum Reichen? Das ist vielleicht noch wichtig. Der vermögende Mensch, den wir untersuchen, ist jemand, der in irgendeiner Weise mit einer humanitären, wissenschaftsfördernden, medizinfördernden, kulturfördernden Donation in die Öffentlichkeit getreten ist. Also hier ist jemand, der offensichtlich schon Verantwortung übernommen hat, mit dem versuchen wir als erstes zu sprechen. Der Unterschied ist der, diese Personen sind auch bereit, leichter Interviews zu machen. Warum? Weil sie im Bereich des philanthropischen Handeln. Das war unser erster Zugang. Mittlerweile hat sich unser Zugang enorm verbreitert. Also wir versuchen herauszufinden, in den Kategorien von 5 Millionen bis 50 Milliarden, wie sieht die Familienstruktur aus, altes Geld, neues Geld? Wie sind Gelder generiert worden? In welchen Branchen? Wie wird mit der Privatsphäre umgegangen? Wir haben jetzt die Diskussion mit den neuen Technologien. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass die jungen Leute sich Facebook, Twitter etc. sehr offen und frei präsentieren. Wir kommen aus einer Kultur, die nach Bismarck vor 100 Jahren und die Sozialversicherungen erfunden hat, die Privatsphäre eine extreme Bedeutung hatte. Und man hat den Eindruck, nicht zu Unrecht, dass gerade die vermögenden oder reicheren Persönlichkeiten sich sehr in der Sicherheit der Privatsphäre bewegen wollen und das auch als ein Recht reklamieren, was in unserer Kultur wahrscheinlich auch so ist. Aber hier kommen neue Diskussionen auf. Die Frage des Unternehmertums, wie viele von den Vermögenden sind eigentlich wie tätig? Der Mythos ist ja immer noch, ja, wer reich ist, 70% hat das durchs Erbe geschafft. Das ist absurd. Im Moment, wenn man es generalisiert, sind es nicht mehr als 20%. Und die Zahl ist auch mehr oder weniger rückläufig. Also, dass man nur durch Erbe reich wird, stimmt nicht. In erster Linie durch unternehmerisches Handeln. Okay, wir können jetzt hier leider nicht auf alle Punkte eingehen, aber es ist hoffentlich für Sie einsichtig. Auch die Art und Weise, wie Vermögende oder Erfolgreiche mit den Generationen umgehen. Mit
ihren eigenen Kindern, wie sie eingesetzt werden ins Erbe, wie sie im Unternehmen etwas tun oder wenn es Privatiers sind, wie man versucht, ihnen Verantwortung zu vermitteln. Dann ein interessantes Ergebnis unserer Studien ist, dass sich die Großelterngenerationen und die Enkelgenerationen in einem weitgehend völlig funktionierenden Kommunikationsverhalten wiederfinden, während gerade die im Saft und Kraft stehenden Alterssphären zwischen 35 und 55, die natürlich in ihren Berufen oder in ihren Unternehmen extrem gefordert sind, sozusagen durchaus reiben mit den jüngeren Generationen und vielfach auch keine Zeit haben. Okay, jetzt etwas, was ich über die ganze Diskussion auch gerne legen möchte, weil wir reden natürlich hier schon über luxuriöse Lebensmöglichkeiten, die uns allen zur Verfügung stehen. Und vielleicht sind die Zahlen über das Ausmaß der Tragik nicht allen deutlich. Wir haben im Moment 1.000 Milliardäre weltweit, da gehe ich gleich noch etwas drauf ein. Wir haben ungefähr 95.000 Familien weltweit, die mehr als 30 Millionen US-Dollar haben. Und wir haben ungefähr 10 Millionen Millionäre weltweit. Falls Sie das langweilt, sage ich Ihnen, die 10 Millionen Millionäre verfügen über 32 Billionen US-Dollar und das Bruttoweltinlandsprodukt sind 64. Also worüber reden wir bei dieser kleinen Vermögensforschung? Über die Hälfte des Weltvermögens. Das heißt, wenn aus diesem Personenkreis sozusagen Motivationen kommen, Verhaltensveränderungen, Vorbilder, kann wirklich etwas erreicht werden. Und der Unterschied liegt natürlich darin, dass viele dieser Personen oder die meisten unternehmerisch ihre Entscheidung auch weitgehend selbst bestimmen können. Also wir halten das für einen direkten Weg, auch die zivilgesellschaftlichen Entwicklungen der Zukunft enorm zu stärken. Jetzt kommt aber, nähern wir uns der Tragik. Wir haben es bewusst orange gemacht und nicht schwarz. Wir vermuten, 1,5 Milliarden sind diejenigen, die in unserem Sinne einigermaßen als wohlständig zu bezeichnen sind. Das heißt, das sind Leute zwischen 20.000 im Jahr und 1 Million. So. Und dieser Kreis, wir reden immer von 900 Millionen Armen. Ich mache keinen Unterschied zwischen einem, der 90 Cent am Tag hat oder jemandem, der 1,30 Dollar hat. Ja. Im Grunde muss man sagen, was wir für arm halten, das sind 4,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und die Frage ist, wie man sich dabei fühlt, wenn man weiß, dass in einer globalisierten Welt sozusagen der absolut überwiegende Teil in einer Lebenskonstellation steht, die für uns vollständig unerträglich und unakzeptabel wird. Wir wissen aus der Psychologie, dass wir auch alle schon teilweise genervt sind, wenn man Leidensbilder sieht, wenn man wieder hört, in Bagdad ist eine Bombe hochgegangen. Ja? Wir haben nur ein bestimmtes Maß an Empathie und an Mitleidensfähigkeit. Trotzdem denke ich, müssen wir uns die Dinge vor Augen führen, weil die Lösungspotenziale liegen meiner Ansicht nach, und hier zitiere ich auch ein Ergebnis unserer Forschungen mit diesen Hunderten von Vermögenden, mit denen wir gesprochen haben, die sind nämlich davon überzeugt, zu über 90%, dass unternehmerisches Handeln dazu beitragen kann, auch soziale Probleme zu lösen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, aber auf die bewegen wir uns jetzt systematisch hin. Also nochmal diese Zahl, ich denke, daran müssen wir denken, wenn wir auch über die Strategien nachdenken, wie man das verändern kann. Jetzt vielleicht mal ein bisschen im Schnelldurchgang, ich weiß nicht, ob Sie das wirklich interessiert, so gehen wir vor. Wir haben also diese Konstellationen, die wir messen in den Gesellschaften. Wir versuchen, eine Reichtumspyramide aufzubauen, in der Notwendigkeit, dass eben öffentlich bei der statistischen Feststellung der Reichtum schon in der Bundesregierung Deutschland beginnt jemand laut Armuts- und Reichtumsbericht bei 3.500 Euro im Monat und eine Familie bei 7.200. Das gehört in diesen Bereich, aber nicht zum Bereich Reichtum. Den lassen wir eigentlich strategisch oder theoretisch bei 3 Millionen beginnen, weil man da selbst von der Rente leben kann. Also Sie sehen, diese 4 Felder, das ist unser wissenschaftlicher Gegenstand, um den wir uns kümmern. Sie wird sicherlich jetzt noch interessieren, wie das sich im Moment verhält. Von 2007, wo die Finanzkrise war, bis 2010 hat sich jetzt im Bereich der Milliardäre ohne jeden Zweifel eine Veränderung ergeben.
also von 1100 so und so viel bis 799. Jetzt ist der Fall tatsächlich so, dass es sich wieder erholt. Ich gehe das schnell durch, um Sie damit auch nicht zu verwirren. Nur um nochmal die Konstellationen auch zwischen den drei deutschsprachigen Ländern zu sehen. Also auch hier findet bereits in der Schweiz, hat sich das wieder verändert. Auch Österreich steht nicht schlecht. Wenn Sie sich fragen, wo die ganzen Zahlen herkommen und wo man die nochmal nachlesen kann, das ist eine Mischung aus Merrill Lynch, Capgemini, den Forbes-Magazinen und eigenen Forschungen. Und wer kritisch das beobachtet und sagt, ja, hier wirfst du irgendwelche bunten Bildchen an die Wand, stimmen die auch? Nein, das sind Annäherungen, weil was im Schwarzbereich passiert und so weiter, ist für uns überhaupt unidentifizierbar. Aber ich denke, es gibt uns einen Überblick, welche Rolle Reichtum und Vermögen in dieser Welt momentan spielt. Und vor dem Hintergrund von 7 Milliarden Menschen sind doch 10 oder 11 Millionen Millionäre. Ich weiß nicht, ob Sie das vorher wussten oder ob Ihnen das so geläufig ist, erscheint einem viel oder wenig. Das müssen Sie entscheiden. Interessant ist jetzt vielleicht auch, wenn man sieht, wie sich das weltweit verändert. Und das sollte uns Europäern natürlich auch zu denken geben. Bis zum Jahre 1985, 90 kamen Millionäre, Multimillionäre etc. immer nur aus Nordamerika, Kanada, Europa, Schweiz, Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, und einige andere Spots, aber nicht in diesem Maße. Die Entwicklung dieses Reichtums oder dieses Vermögens in Asien ist absolut signifikant. China hat mehr Milliardäre in den letzten Monaten zustande gebracht, als in der Schweiz dazugekommen sind. Sie wissen, dass der zweit- oder drittreichste Mann der Welt, Slim Helu aus Mexiko, eben auch jetzt für Lateinamerika diese Rangliste anführt. Also die Zahl der Superreichen, wenn ich das so profan sagen darf, steigert sich weltweit exponentiell. Und das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, wenn wir an G8 denken oder jetzt G20, dass sich die Machtverteilungen nicht nur politisch verändert haben, dass nicht nur Brasilien ein unglaublich starker Wirtschaftsraum geworden ist, sondern dass logischerweise damit verknüpft ist, dass da sehr, sehr einflussreiche Institutionen und Organisationen wachsen, die auch als Player in der Welt eine Rolle spielen werden. So. Also dennoch vielleicht nochmal zum Schluss die UHNWs, also diejenigen über 30 Millionen US-Dollar. Auch da hat man zwischen 2008 und 2009 einen beträchtlichen Einbruch erlebt. In der öffentlichen Diskussion ist das natürlich ein kleines Luxusproblem. Ja, ich habe so viele Leute, wir machen ja auch Interviews von den Unis auf der Straße, wie der Bürger denkt. Und für den normalen Bürger völlig nachvollziehbar ist, wenn einer 3 Milliarden hat und hat nur eine, dann sagt er, ja, so what? Ja, der hat da genug. Ja, logisch, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich heißt der Verlust der 2 Milliarden aber wahrscheinlich unglaubliche Einschränkung von Arbeitsplätzen, ja, Vernichtung von Kleinmilieus auch und so weiter. Also ich denke, man muss die Zusammenhänge sehen. Und wir lernen immer mehr, das wussten wir vorher auch nicht, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ja, ja, Arm und Reich, Schere geht immer weiter auseinander, also müssen die Reichen es richten und die Armen werden dann schon gerettet werden. So einfach ist die Rechnung nicht aufzumachen. Die ist wesentlich komplexer. Und wie wir das vielleicht bewerkstelligen können, darüber reden Sie ja auch dauernd. Dazu möchte ich aber auch noch einige Beiträge bringen. In Anbetracht der Zeit möchte ich jetzt nicht nur auf die Millionäre eingehen. Auch da sieht man natürlich den wirklichen Einbruch zwischen 2008 und 2009. Und jetzt auch die Erholung. Ich frage mich nur, das ist aber eine private Anmerkung, ob diese Erholung nicht eine wirkliche Chimäre ist. Aber das können Sie wahrscheinlich besser einschätzen als ich. So, dann nochmal zum Abschluss, was die Wissenschaft angeht. Das machen wir. Wir sind keine Wissenschaft, die nur auf der Schnirchgasse 9a bei der Sigmund-Freud-Universität existiert, sondern wir sind völlig abhängig davon, dass wir mit anderen Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Also, logischerweise mit der Politik. Weil die Politik klassischerweise ist interessiert an der Mehrheit der Bevölkerung, an mehrheitsfähigen Interessengruppen, weil die für die Wahl entscheidend sind. Die paar Prozent Reichen, die es einer Gesellschaft gibt, die zwar im Sinne der Politik natürlich riesige Verantwortung für Arbeitsplätze haben, die sind aber kein
kein strategischer Faktor in einer Öffentlichkeitsarbeit für Politik. Sie ahnen, was ich meine. Da steckt eine Paradoxie. Auf der einen Seite ist die Gruppe völlig unverzichtbar, was die industrielle Zukunft angeht oder die Dienstleistungszukunft. Und auf der anderen Seite gewinne ich aber mehr Stimmen, wenn ich sage es mal vorsichtig, populistisch an die Sache herangehe. Ja? Und das müssen wir, die wir mitgestalten, bei all dem, was uns vorgeführt wird, eigentlich mitbedenken. So, dann möchte ich noch kurz auf die Hirnforschung eingehen, weil wir auch Versuche machen, was passiert, wenn jemand 200 Millionen hat oder 500. Passiert da etwas im Gehirn und es passiert etwas Gewaltiges im Gehirn. Das möchte ich noch kurz hier an der Stelle sagen. Ich gehe mal davon aus, dass 98% der Bürger auf dieser Welt, wenn sie nicht arm sind, am roten Faden der eigenen Existenz hängen. Das heißt, die Logik ist der Beruf, die Familie oder die Freunde. Viele Freunde oder Bekannte generiert man auch über den Beruf. Und das ist die Welt. Und dann macht man noch ein bisschen Vorsorge oder die Systeme haben ja Jahrzehnte sehr gut funktioniert. Und dann kommt ein langer Bereich, auf den ich gleich eingehe. Die wenigsten sind aber in der Lage, dieses neue Alter zwischen 60 und 90 sozusagen selbst privilegiert bezahlen zu können. Ja? Und das ist eine echte Problematik. Das heißt, die wenigen, die dazu in der Lage sind, haben eine andere Art und Weise des Umgangs mit Leben. Und die Biologie, wenn Sie jetzt in die Lage versetzt würden, für 20 Jahre über das Materielle nicht mehr nachzudenken, ja, Sie haben Ihre Wohnung, Sie unterstützen den indischen Freund und bauen dessen Maharaja-Tempel wieder auf, Sie unterstützen viele humanitäre Projekte und Kinderprojekte, Sie leben auf 5 Kontinenten und durch das Geld ist Ihnen ermöglicht, all das, ich rede jetzt nicht von Prassen und Luxus, sondern für eine sinnhafte Existenz. Aber all das, was Sie wollen, können Sie sofort Berater hinzuziehen, etc. Da verändert sich Ihr Kopf. Da verändert sich auch Ihr neuronales System. Da verändern sich auch Synapsen. So, wenn ich jetzt mit dieser Klientel, die offensichtlich eine herausragende Verantwortung in der Welt hat, aber so umgehe, als wenn ich das gar nicht wüsste, komme ich denen ja nie nah. Vielleicht für Banken ist dieser Aspekt auch natürlich sehr interessant. Wie reden wir, auf welcher Ebene, mit welchem psychologischen Wissen eigentlich, um immer mehr eine Strategie der Gemeinsamkeit und egal was wir erzählen, diese Globalisierung erfordert eine neue Struktur der kommunikativen und unternehmerischen Zusammenarbeit. Sonst wird man kann nicht auf der einen Seite verschweißt sein und immer mehr verschweißt werden, auf der anderen Seite sich immer mehr isolieren oder auch Werturteile fällen über andere Kulturen, die einem nicht passen. Jeder Mensch sieht, was er will. Nee, so ist das Spiel nicht mehr möglich. Also mit diesen Dingen beschäftigen wir uns etc. Also nicht, dass Sie sich wundern, warum ich hier so durchhaste, ist nicht meine Ungeduld. Der Vortrag ist für 6,5 Stunden ausgelegt und ich habe nur 3/4 Stunde. Okay, also... Dann nochmal möchte ich jetzt auf den Begriff der Vermögenskultur. Also ich hoffe, wir haben verstanden, Vermögensforschung kümmert sich als professionelle Wissenschaft und professionelles Wissenschaftsnetzwerk um die Erkundung der erfolgreichen und hoffentlich auch verantwortungsbewussten in den deutschsprachigen Ländern, in England, Frankreich, China, Indien und so weiter. Auch immer mehr in Afrika übrigens. In Südafrika gibt es plötzlich mehrere Milliardäre und in anderen Ländern auch. Es ist sehr interessant, sich anzugucken, wie man dann Milliarden macht. Ich will jetzt keine Mythen in den Raum setzen, aber irgendwie hat es auch noch mit der Politik da zu tun. Ne? Oder mit der Zugehörigkeit zu einem Häuptling. Naja. Gut. Den kennen Sie vielleicht alle, der Mohammed Yunus, der ja eine Grundlage geschaffen hat, indem er die Armen als die vollkommen ausgegrenzte Randgruppe erstmal in seinem den Geist und die Würde dieser Menschen erkannt hat und ihnen versucht, ein Profil zu geben. Ich denke, das war eine wahnsinnige Initialzündung. Inwieweit diese Mikrokredite ausreichen, und jetzt mehren sich ja die ersten Stimmen, die auch die Zahlen überprüfen, das sei dahingestellt. Es ist mit dem Nobelpreis gewürdigt worden und ich denke, das ist mehr als zu Recht. Was bedeutet das für uns? Vermögen ist eben nicht nur Geld, sondern Vermögen ist weit mehr. Vermögen ist Geist, Vermögen ist aber auch Gesundheit. Das Alter hat ein Vermögen. Unser Gehirn ist wahrscheinlich das entscheidende Vermögen, was wir kennen.
und wie viel und wie weit wir unser Gehirn durch Übungen und Training verbessern können, ist unfassbar. Wer tut das von uns? Nur derjenige, der zufällig drauf gestoßen worden ist. Wir können uns als Persönlichkeiten im weitesten Sinne zu 40-50% nicht neu erfinden, aber wir können neue Energien freisetzen und auch die Kapazität unseres Gehirns, der am Ende banal gesagt wie ein Muskel funktioniert, extrem erweitern. Aber ich meine hier keine Esoterik und keine Spielchen übers heiße Feuer. Für viele ist das ja auch sehr anregend, wenn sie nicht zu lange draufstehen bleiben. Aber die Frage ist, was sich ernsthaft im Leben ändert. Und in dieser Zeit sind wir angekommen. Wir können uns nicht mehr auch politisch bedienen lassen, sondern wir müssen alle unseren eigenen Beitrag leisten. Ich möchte dieses Vermögen der Gesundheit kurz vorstellen. Und zwar, wann denken wir an Gesundheit? Immer in dem Moment, wo sie verloren ist. Das heißt, wir alle kennen, haben Bekannte oder Freunde, hoffentlich nicht jeder, wenn jemand mit 50 Krebs bekommt und kommt mit der Botschaft, dann kann er in dem Moment alles umstellen. Wenn er geraucht hat, kann er aufhören, er kann laufen, er kann Sport machen, er ist bereit, sein Leben völlig zu verwandeln, weil er eine Sinnhaftigkeit, einen Ansporn hat, dem man nicht entfliehen kann. Das heißt, uns zu verändern, ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, welcher ernsthafte Ansporn steht. Jetzt wäre unsere Idee gewesen, um den Vermögensbegriff klarer zu machen, wenn wir die Gesundheit als ein Vermögen begreifen, warum organisieren wir diese Gesundheitserhaltung nicht von klein auf als Vermögensschutz? Das heißt, schon im Kindergarten wird den Kindern klar gemacht, dass da hier etwas Erhaltenswertes ist. So, die Krankenkassen müssen sich umstellen, ja, weil sie in dem Moment, wo jemand sozusagen vorsätzlich dem Vermögensgesundheitsaspekt widerstrebt, mehr zahlen muss. Und die Aufgabe des Gesundheitssystems ist viel eher die Gesunderhaltung, als erst dann zu reagieren, wenn man krank geworden ist. Geist als Vermögen. Wenn man sich das nur vorstellt, ändert sich die Wahrnehmung. Und zwar, wir kommen auf eine Wertwahrnehmung. Plötzlich bekommt Gesundheit eine andere Bedeutung. Das gilt übrigens auch fürs Alter. Und das ist ein Phänomen, vielleicht das zwischendurch, also den Begriff der Vermögenskultur, den wir hier immer ins Spiel bringen, der ist im Moment von uns so definiert worden. Und der will damit besagen, derjenige, der viel Geld hat und Verantwortung, der Lehrer, der pensioniert ist, oder der Mediziner, der pensioniert ist, der aber sein Wissen und sein Vermögen weiter in die Gesellschaft einbringen will, das sind die Vermögenden, die wir brauchen. Ja, und das ist sozusagen mit dem Begriff der Vermögenskultur gemeint. Ich werde den nachher unternehmerisch noch etwas erläutern. Ganz kurz zum Alter. In den letzten 100 Jahren hat sich unser Leben um 30 bis 40 Jahre verlängert. Wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat es eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Bismarck hat vor 110 Jahren diese Sozialversicherung ins Leben gerufen. Damals war der Alterszeitraum, für den diese Versicherungen galten, 3, 4, 5 Jahre. Jetzt ist der gleiche Zeitraum 40, 50 Jahre und wir haben immer noch das gleiche System. Irgendwie seltsam. Kann nicht funktionieren. So, das andere ist die freiwillige Frühverrentung, die Möglichkeit, in den verdienten Lebensabend oder in die Ruhephase zu gehen mit 55, 60, ist natürlich ein Problem, wenn man nachher noch 30, 40 Jahre hat. Das muss finanziert werden. Also, denke ich, ist es wichtig, dass wir auch dieses Alter als Vermögen sehen. Auf der einen Seite uns Gedanken machen, wie wir Menschen zwischen 60 und 80 wieder anregen können, etwas zu tun, die meisten wollen natürlich auch, und wie man das finanzieren kann. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Das ist vielleicht etwas, was uns das plastischer macht. In 99% der Menschheitsgeschichte war das Alter, das Lebensdurchschnittsalter bei 30 Jahren. Und die höchste Todeswahrscheinlichkeit gab es nämlich nicht bei Alten, sondern bei Kindern. Die haben gar nicht überlebt. So, dann haben wir in den letzten Jahren, im vorletzten Jahrhundert war die Lebenserwartung bei 50 und in einigen Kulturen ist das immer noch so. Aber unsere Gegenwart, Wege aus und in die Krise, im Jahre 2010, 2020, 2030, wird sich diese orange Phase immer weiter verlängern. Sie ist jetzt schon die markanteste Lebensphase unseres Lebens. Das Alter ist die längste Lebensphase unseres Lebens und nicht sozusagen die Erwachsenenphase. Und ich denke, dass sich Unternehmen,
Politik, Bürger, der Einzelne in seinem Lebenszyklus natürlich darauf einstellen muss. Das heißt, in diesem Bereich müssen auch neue Gelder generiert werden. Der Staat oder wer auch immer kann das unmöglich zahlen. Es können nicht 30, 40 Jahre über Renten finanziert werden. Und wenn ich eben sagte, dass jeder die Dinge so definiert, wie er gerne möchte, dann ist es tatsächlich so, dass diese Demografie seit 30, 40 Jahren bekannt ist. Weil in dem Moment, wo einer geboren ist, kann man den ja statistisch erfassen, auch innerhalb der nächsten 40, 50 Jahre. Und trotzdem ist nichts gemacht worden. In Deutschland hat vor 10 Jahren noch ein bedeutsamer Politiker gesagt, die Renten sind sicher. Das war wissenschaftlich definitiv nicht mehr ausdrückbar. Okay, also das Vermögen des Alters. Wenn wir anfangen, sozusagen das Alter als einen zivilisatorischen Erfolg zu sehen und auch als eine Möglichkeit, sozusagen neue Produktivkräfte zu generieren, glaube ich, kommen wir in eine bessere Situation und auch in eine bessere Gestaltungsoption. Die Problematik, die Sie hier diskutieren, ist aus der Sicht derjenigen, die wir interviewen, und da würde ich jetzt mal sagen, im Rahmen des gesunden Menschenverstandes, eine Problematik, die diese Trennung zur Ursache hat. Also dass das klassische Unternehmertum sozusagen im Verhältnis zur Finanzwirtschaft und zur Spekulationswirtschaft natürlich erfolgsstrategisch weit weniger Chancen besitzt, weil man mit Geld natürlich mehr Geld machen kann. Über diese Diskrepanz sollten wir zwingend nachdenken. Ich kann das an der Stelle nur andeuten. Es hat sicherlich mit Nixon zu tun, es hat mit der Abkopplung der Goldwertigkeit zu tun. Es gibt dafür viele Ursachen, aber wir sind jetzt herausgefordert, über diesen Zusammenhang neu nachzudenken, weil die Güterwirtschaft, die Realwirtschaft, ist das unternehmerische Vermögen der überwiegenden Zahl der Aktiven. Und wenn wir von Mikrokrediten sprechen und wenn wir von 5 Milliarden Menschen sprechen, wo hoffentlich wenigstens mal irgendwann 200, 300, 400 Millionen oder 1 Milliarde oder mehrere in eine Existenzfähigkeit gebracht werden sollen. Wo sollen die das machen? Sollen die alle Banker werden? Nein, die sind in der Realwirtschaft. Also diese Diskussionen müssen zwingend geführt werden, weil sonst kommen wir tatsächlich in eine absurde Diskussion und die Welt, und das ist das tatsächliche Bild, ist eine Plattform für 1,5 Milliarden Menschen. Alles andere, was wir sehen, ist leider, und das ist unerträglich, Zulieferbetrieb. Die Probleme, die wir reden, und wenn wir von der Krise reden, dann reden wir auch von einer Krise für diese Zahl. Ja? 5 Milliarden Menschen, die haben keine Krise, das ist nämlich für die der absolute Dauerzustand. Ja? Die kennen gar nichts anderes. So, jetzt kann man auch hier viel sagen, das sind alles Aspekte, die ich einfach nicht so hinwerfen will, aber ohne Zweifel glaube ich, dass den Banken und den Privatbanken eine ganz neue ethische Aufgabe zukommt. Weil es ist nicht nur, dass sie... Echt? Da gibt es doch gar nicht. Ja, es geht nicht. Ich bin mittendrin. Gucken wir uns noch ein paar Bilder an. Ja, vielleicht. Ja. Also, so, 5 Minuten. Nein, das ist zu lang. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir müssen pünktlich um 17 Uhr fertig sein. Sorry. Also, okay. Jetzt gucken Sie mal, was Sie alles verpassen. Dann machen wir das noch. Ne? Es gibt nämlich, wir haben untersucht, wie man eigentlich Milliardär werden kann. Und es hat in den letzten 150 Jahren nur 6 Bereiche gegeben, in denen man Milliardär wurde. Ganz kurz, man brauchte unfassbar viele Mitarbeiter, man brauchte Netzwerke und so weiter, also aufwendig. Jetzt die gute Nachricht, der Junge hat Zuckerberg, Facebook, ist einer der Ersten, der mit eigener Technologie, eigenem Hirn in kürzester Zeit selber Milliardär werden konnte. Das nenne ich die Demokratisierung des Reichtums und das wird in Zukunft viel öfter möglich sein. Also, wenn gesagt wird, die Reichen schieben sich alles gegenseitig zu, stimmt das schon in gewisser Weise, aber es gibt auch neue Möglichkeiten. Ich gehe einfach zum letzten Chart, weil die Lösung ist immer das Schönste. Nee, dass Sigmund Freud der Eis ist. Verantwortliche Lösungsansätze für Vermögende. Wie kann das aussehen? Und ich glaube, dass das Beispiel der Gesundheitsversicherung haben Sie gesehen, das wäre eine praktische politische Maßnahme. Und wenn Sie jetzt sehen, und das ist teilweise schon existent, in Berlin haben 6 vermögende Familien einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt,
haben sich 5 emeritierte Ärzte gesucht mit mehreren arbeitslosen Krankenschwestern und einige Ehefrauen dieser Vermögenden machen da auch mit. Und die haben eine Pflegefirma aufgebaut. Diese Pflegefirma bietet ihre Dienstleistung zu sehr guten, aber nicht ehrenamtlichen Konditionen an. Die Folge ist, die Leute, die da arbeiten, sind alle zwischen 60 und 80. Ja, die geben eine Top-Dienstleistung, die haben mehr Zeit, die verdienen Geld und die zahlen Steuern. So, ich denke, das ist ein Modell, mit dem man handeln könnte. Die anderen 4 Weltrettungspotenziale muss ich Ihnen leider vorenthalten. Dankeschön.